Hallo? Ja, wir sind wieder drauf. Ja. Ich glaube, es geht jetzt wieder. Wir sind wieder drauf. Es ist ein wunderschöner, sonniger Morgen in Ordu, in meiner Heimatstadt. In meiner Heimatstadt. Ich bin Adem Kirbas. Das ist das Videotagebuch, das ich aufnehmen wollte, live, weil es anders nicht geht, weil wir es anders nicht aufnehmen können. Ich weiß nicht, wie lange ich das überhaupt aufnehmen kann, denn meine Accounts werden immer wieder von Facebook runtergenommen. Komischerweise immer vor Feiertagen und jetzt vor Wochenenden. Ja, ich muss dann immer wieder von neuem verifizieren. Ein Witz. Nur natürlich weiß ich auch, warum das passiert. Das ist ein Muster, was in Österreich schon angefangen hat, was auch hier in Türkei ihre Geltung hat, damit am Wochenende und auch vor Feiertagen Pädophile herumlaufen können und so tun können, als ob sie ich wären. Was nicht sehr traurig ist, was nicht widerwärtig ist. Es ist widerwärtig. Ich weiß schon, wenn ich immer über Pädophilie lästere, dann sagen sehr viele Linke immer, nein, das sind auch Menschen, wir sollten doch alles Mitleid mit denen haben. Ja. Wenn man einen Pädophil wenn man einen Pädophilen zum Bürgermeister wählt, muss man dann natürlich auch seine Worte fressen. Man kann es nicht ändern, man kann diese Leute einfach nicht ändern, man kann sie nur abwählen. Das ist wichtig, dass solche Leute nicht mehr Macht über uns haben, denn sie beweisen immer und immer wieder, dass es sehr gefährlich ist und dass es sehr widerwärtig ist. Unser Thema, also ich werde immer vor und zurück bewegen, unser Thema ist, oder worüber ich reden will, das ist der Tod. Ja, es passt auch irgendwie einerseits Covid, andererseits, dass wir insofern hoffen, dass diese widerwärtigen Menschen tot umfallen. Ich zumindest hoffe es, denn irgendwie scheinen wir da keine Gerechtigkeit zu bekommen, denn der österreichische Staat ist ja kein Paradebeispiel für funktionierende Rechtsstaatlichkeit. Das muss man ja auch sagen. Also das ist schon klar, das ist schon selbstverständlich. Meine Haare sind etwas, okay. Nervig, ja. Nervig, es ist nervig. Wie alles, wie lange Haare. Ich möchte über Tod reden und wir haben ja schon angefangen. Also wir fangen über Philosophien an, freie Philosophien, frei assoziieren. Ich habe diesmal keine Definition vorbereitet. Normalerweise google ich es immer, also für meine Podcasts google ich es immer, aber jetzt habe ich es nicht mehr. Jetzt habe ich keine Uhr, wie lange wir reden, aber es wird schon irgendwie machen wir es nach dem Gefühl, solange wir reden, solange ich rede, solange wir eben brauchen. Was über Tod, natürlich, wenn wir über Tod reden, dann ist es immer Angst. Ja, was ist es eigentlich? Nun, das ist selbstverständlich. Warum? Es endet dein Leben. Das endet dein Leben, Tod, jetzt in der Krankheit könnte dein Leben zu Ende sein. Jetzt da könntest du krank werden, unerwartet krank werden und du könntest sterben. Das ist ein Faktum. Es ist morbide, grotesk, aber es ist die Wahrheit in dem Sinne. Aber wir haben auch Angst vor dem Tod. Doch warum haben wir Angst vor dem Tod? Warum ist der Tod etwas, was uns in Panik versetzt? Und natürlich kann man da sagen, ein Grund ist, oder was ist die Existenz des Menschen oder was ist das, was uns definiert? Und ich meine das schon im Generellen. Zum Beispiel, wir wachsen immer in dem Gedanken auf, dass wir, wenn wir nur wollen, alles erreichen können. Das ist egal, ob das jetzt der Fall ist oder nicht. Oder wir können auch sagen, Liebe, du kannst, wenn du nur lange genug lebst, irgendwie irgendwo die wahre Liebe deines Lebens finden. Und in vielen Kulturen, auch so zum Beispiel in der westlichen, ist ja das Liebe alles in mir. Du brauchst in deinem Leben scheinbar nur Liebe, kein Geld, keine Zuversicht, nichts, keine Sicherheit, nicht mal ein Rechtsstaat. Liebe allein klärt es. Ja, wie man es so will. Jetzt
kann man sagen, ja, die menschliche Existenz ist ja dann etwas, wo man sagt, ja, es ist voller Möglichkeiten. Nicht, dass du es unbedingt erreichen kannst. Wie viele gibt es, die an der Illusion Liebe zerschellt sind? Sehr viele, scheinbar. Oder gibt es die wahre Liebe wirklich, den Seelenverwandten, von dem jeder redet, den wir scheinbar einerseits entweder finden, dann sofort verlieren oder überhaupt nie finden und uns mit dem Trostpreis zufrieden geben. Auch wenn es so beinhart klingt, wie dem auch sein. Natürlich kann man dann sagen, ja, Liebe oder alles, was da damit zu tun hat, mit unserer Existenz, was wir alles werden können, was wir alles mit uns machen können, das hat dann etwas mit Möglichkeiten zu tun, was wir erreichen können, was wir machen können, mit wem es wir machen können. So, und Tod in dem Sinne, könnte man sagen, ist dann die Angst, um diese Möglichkeiten gebracht zu werden. Aber ist es wirklich Möglichkeiten? Geht es hier wirklich um Möglichkeiten? Oder ist es nur etwas Oberflächliches und so? Das wäre sicher ein Einwand, was man auch verstehen muss, antworten sollte und dergleichen. Unser Bewusstsein von der Welt ist sehr abhängig von unserem Körper. Das ist Fakt. Fakt in dem Sinne, wenn du eine Frau bist, wird man auf dich in einer Art und Weise reagieren, wenn du ein Mann bist, reagiert man auf dich in einer Art und Weise. Wenn du attraktiv bist, reagiert man auf dich in einer Weise, wenn du vielleicht, als du weniger attraktiv bist. Das gleiche ist auch, wenn du groß bist, klein bist und so weiter. Oder irgendwelche Aussehensmerkmale. Was auch dein Zugang zu der Welt ist. Du bist ja nie irgendjemand in der Welt. Du hast zum Beispiel in deinem Ausweis, in deinem Pass, was du immer wieder die Accounts freimachen musst, hast du immer ein Foto. Du hast eine Vision oder ein Bild von dir, das immer in der Welt dort draußen ist, was über dich Bescheid gibt. Dein Name ist unweigerlich mit deinem Gesicht verbunden, auch wenn deine Identität gestohlen werden sollte von widerwärtigen Pädophilen. Es ist immer ein Bild von dir und dieses Gesicht sieht immer in die Welt und auf dieses Gesicht reagieren wir auch. Zum Beispiel mein Gesicht, viele Leute haben mir gesagt, ich sehe aus wie ein Terrorist, wie ein Verbrecher und dergleichen. Du bekommst eine gewisse Reaktion auf das, also wie du in der Welt bist. So, das bedeutet, unser Körper oder so wie wir sind, bestimmt sehr wohl auch unser Bewusstsein, so wie wir von der Welt wahrgenommen werden. Es gibt auch genug Statistiken, dass attraktive Menschen es einfacher hätten und dergleichen. Jeder wird es auch wissen. Also man braucht nur bei Instagram schauen, also wie viele halbnackte Blondinen oder attraktive Frauen es da gibt. Attraktivität bedeutet schon, dass man mehr Zuspruch und alles bekommt. So, unser Körper bestimmt unseren Zugang zur Welt, wie wir die Welt bestimmen. Und natürlich hat ja Schönheit eine ist vergänglich, diese berühmten Sprichwörter von es hält nichts Bestand. So, das bedeutet einerseits, wir merken vielleicht im Alter, dass unsere Schönheit vergänglich ist, dass es vergeht, dass wir die Zeit nicht anhalten können. Oder auch körperlich. Stell dir vor, du bist ein Sportler, du bist Extremsportler. Das Gefühl haben wir alle, wir in unseren jungen Jahren konnten wir mehr, waren wir mehr gelenkig, was auch immer. Dann später im Alter bist du etwas langsamer auf den Füßen und du merkst dir ja schon, je später du wirst, ach, das Alter, das zieht mich runter, egal ob jemand sagt, Alter ist etwas, was im Kopf anfängt, ja, aber es hat auch physische Implikationen und alles. Und wir merken dann über die Zeit, ja, wir können eigentlich nicht unbedingt alles, was wir wollten, vorhaben. Zum Beispiel bei Männern ist das immer so der Fall, immer ganz besonders bei Handwerkern. Also ich war Tischler, bei Handwerkern ist das immer der Fall. Ja, man ist physisch stark, man hat irgendwelche Fähigkeiten unter
gleichen und man kann alles schaffen und man hat es gegenüber diesen Akademikern, die scheinbar alle intelligent sind, die alle über einem stehen und gleich immer einen Vorteil, weil man ja immer stark ist, weil man physisch stark ist, mit den Händen etwas vollbringen kann und dergleichen. Also das ist ein sehr berühmtes Narrativ bei sehr vielen Handwerkern, die sich mit Akademikern oder Akademiker irgendwie messen wollen. Also ich habe auch darüber einen Podcast gemacht. Hör doch mal rein. Wie dem auch sei, wir merken dann, es ist alles vergänglich. So, wir können dann nicht mehr etwas, was wir gerne wollen. Zum Beispiel als Mann, wenn du nicht mehr potent bist, wenn du nicht mehr stark bist, dann glaubst du irgendwie, du bist irgendetwas verloren gegangen als Frau. Du bist nicht mehr attraktiv, das Alter, die grauen Haare, Falten, was auch immer. Und wir merken, wir sind nicht mehr diese attraktiv. Diese Frau, dieser attraktive Mann, nicht mehr dieser starke Mann und dergleichen, so wie wir unsere Identität aufgebaut haben oder auch hoffen. Das ist ja auch Möglichkeit. Das bedeutet ja nicht nur, wenn du heute der Meinung bist, dass du ein starker Mann bist oder dass du eine attraktive Frau bist, dass du sofort mit sehr vielen Partnern intim wirst, aber die Möglichkeit, dass wir es könnten, das ist übrigens ein sehr interessantes Thema, die Möglichkeit, dass wir es könnten, dass wir es wollten und dergleichen, hat ja sehr viel Bedeutung für unsere Psyche, für unser Weltverstehen. Wie viele Halbstarke, wie viele Junge in der Pubertät haben wir schon gehört, die sagten, ja, wenn ich wollte, könnte ich jede Frau haben. Ich habe diese Sachen auch gehört, auch gesagt und dergleichen. Also, ja, wir wollen nicht, ja, wir wollen nicht untergleichen und solche Sachen. Aber es ist, dass wir so ziemlich von dieser Menschen, das ist sehr wichtig, irgendwie Anerkennung bekommen, Wertschätzung bekommen. Das siehst du ja auch auf den sozialen Medien, wie viele Leute auf Instagram sind. Ich weiß schon, ich sage das immer wieder, ich sage das auch in den Podcast immer wieder, ich sage es deswegen immer wieder, weil es erstens sehr einfach zu verstehen ist und auch zweitens, weil es wirklich so aktuell ist. Also es ist nicht, dass ich an Beispielen ausgehe. Nein, es ist wirklich so offensichtlich, so verständlich und dergleichen. Das macht es auch dann Sinn, darüber sofort zu reden und immer wieder auf das zurückzukommen, was wir eben da gesagt haben, was wir machen und. So, wie es sind dann unsere Möglichkeiten beraubt worden, unsere Möglichkeiten Anerkennung zu bekommen, unseren Platz innerhalb der Gesellschaft. Wenn du jemals aufwachst als Schönling zum Beispiel, Filmstars, so wie viele Filmstars sind über die Jahre älter geworden, du bekommst weniger Rollen, nehme ich mal an, ich weiß nicht. Weniger Rollen, du bist nicht mehr so gefragt. Die Filmstars, mit denen ich aufgewachsen bin, also das war Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, George Clooney, die sind heute nicht mehr aktuell. Viele Leute kennen die einfach nicht mehr, die sind schon zu alt geworden. Ja, der spielt dann nur mehr den Großvater. Also es hat sehr viel mit unserem Körper verbunden. Es ist sehr viel mit unserem Körper verbunden, wie wir die Welt sehen, wie wir sie wahrnehmen, wie wir uns wahrnehmen und unser Umfeld wahrnehmen. Das ist auch sehr interessant. Und das hat auch unsere Angst vor dem Ende zu tun. Also nicht unbedingt vor dem Tod, sondern auch, man muss ja sagen, was macht die Angst? Was macht die Angst in deinem Leben? Wenn du als starker oder wenn du ein Selbstverständnis als ein starker Mann hast, dass du stark bist, dass du männlich bist, dass du potent bist, dann hast du Angst, dass du das verlustig wirst. Oder auch als Frau, wenn du attraktiv bist, wenn du was weiß ich, einen strammen Arsch oder einen Busen hast, ja, was macht die Angst? Ja, dass du verlustig bist. Das Vergängliche, das Ende. Aber das Ende wovon? Das ist die Frage. Und das Ende von der Anerkennung, von deinem Platz innerhalb der Gesellschaft. Diese schöne Frau, diese attraktive Frau, bei der sich jeder umdreht und ihr auf den Arsch schaut, was auch immer, das wirst du dann verlustig. Also diese Angst vor dem Ende, diese Endlichkeit von Gefühlen, von einem Lebenswandel. Und das ist ja auch sehr viel mit deinem Körper verbunden, zum Beispiel
in den jungen Jahren hast du noch ein anderes Lebensgefühl gehabt als im Alter. Das verändert sich sehr viel über deine Gedanken, deine Reife und. Das spielt eine große Rolle, wie du eben die Welt in dir siehst, um dich herum siehst. Und Tod ist ja dann etwas, oder das Ende ist ja dann etwas, was dich um diese Möglichkeiten bringt. Denn wir glauben ja, das ist ja ganz besonders, wenn man jung ist, glauben ja sehr viele Leute, egal was es ist, ich bin unsterblich, ich kann alles, das habe ich als Tischler auch geglaubt, ich kann alles. Dann habe ich mir zweimal in den Finger geschnitten, das tat sehr weh. Also in jungen Jahren glaubst du alles, du kannst alles machen und. Jedoch im Alter ändert sich das, dein Körper ändert sich. Du merkst dann, du kannst dann nicht mehr alles. Das hat dann wirkt sehr viel auf dein Bewusstsein, wirkt sehr viel auf deine Identität, wie du die Welt siehst, wie du dich selbst siehst und dergleichen. So das Vergängliche hat Angst. Und wir haben auch immer Pläne. Es ist ja so, dass wir dir von der Schule an trainiert. Also ich bin in eine Handelsschule gegangen, Wirtschaftsschule gegangen, ich hab Wirtschaft studiert, das wird dir ja irgendwie antrainiert, dass du immer Zukunftspläne haben musst. Oder auch, was sehr berühmt ist in Österreich, in meiner Heimat, ist ja so, ja, jetzt müsstest du mal, was weiß ich, 4-5 Jahre mal reinbeißen, also dich da reinsteigern, dich in eine Sache hineinwerfen. Vier, fünf Jahre und dann wird sich das irgendwie auszahlen. Oder auch dieser Wunsch, dieser Traum, irgendwas in deinem Leben zu erreichen, den hat ja jeder. Also ich hoffe doch, dass es nicht, dass der einzige Wunsch in deinem Leben nicht ist, eine attraktive Frau zu bekommen, sondern auch, dass du irgendwas erreichst in deinem Leben. Das sind ja auch Wünsche, das sind auch Sorgen, die ja jeder hat, die jeder will und dergleichen. Die jeder will, die jeder hat. Und diese Pläne versucht ihr dann in deinem Leben zu verwirklichen mit Arbeit, mit alles Möglichen. Ich meine, wir wollen ja irgendwie irgendwas in unserem Leben erreichen. Und dann sind wir um diese Möglichkeiten gebracht. Wir können dann nicht mehr das, wovon wir etwas wollten. Ich merke das jetzt zu oberflächlich und zu unverständlich, was ich da gesagt habe. Es meint einfach Folgendes. Wir gehen zum Beispiel in die Schule. Wenn du in die Universität gehst, wenn du irgendwas machst, was sehr lange dauert, wo du siehst, dass andere Leute, die schon arbeiten gehen, irgendein Geld haben und dergleichen. Und wenn du siehst, dass du oder generell du investierst immer Zeit in etwas, wovon du später glaubst, es wird sich auszahlen. Ich werde irgendwie davon einen großen Gewinn machen. Jeder kennt das, die Zeit, die du zum Lernen aufbringst, die Zeit, die du dazu verwendest, um, ich weiß nicht, irgendetwas zu machen, basteln, was auch immer. Dann denkst du dir, ja, das wird sich doch irgendwie auszahlen, das werde ich doch irgendwie schaffen am Ende oder da werde ich doch davon irgendeinen großen Nutzen haben und du bist dann sehr enttäuscht, wenn dann beim Test, bei der Schulaufgabe und so weiter, du zum Beispiel das nicht genügend war, das nicht gut war, du weißt nicht warum und. Also das ist große Enttäuschung und du planst das ja auch für dein Leben. Also weil, stell dir vor, du bist jung, das passiert in Österreich zum Beispiel sehr viel, du bist jung, du hast Ambitionen, du willst irgendwas machen und dann ist ein tragischer Unfall und deine Pläne, deine Ideen und deine Wünsche ans Leben sind dann erloschen worden. Also du hast sie nicht mehr, du kannst nicht mehr das verfolgen, was du wolltest, du kannst nicht mehr der sein, der du wolltest, denn wir definieren uns ja auch von unseren Zielen. Das ist der, der hochträumt. Das ist der, der irgendwann einmal so und so wird. Das ist die, die irgendwann, ich weiß nicht, Stewardess werden will. Das ist die irgendwann einmal etwas Großes erreichen will. Und gleich so. Wir definieren uns ja auch
von unseren Plänen, was wir erreichen wollen, was wir sein wollen und alles drum. Und wenn das alles verlustig wird, dann ist es sehr traumatisch. Und so ist auch deine Lebensvorstellung. Du planst da nicht, auch wenn das dir jeder sagt. Also in den USA, in den USA wird immer wieder gesagt, ja, du sollst fast fürs Alter sparen. Du sollst fürs Alter diese 401k Altersvorsorgen und dergleichen. Du sollst da jetzt schon auf die Seite legen, du sollst jetzt schon noch mal, was weiß ich, Geld auf die Seite schaffen und. Aber wer denkt so in seiner Jugend? Also du denkst auch in deiner Jugend, ja, das ist so weit entfernt, das ist so weit weg. Du denkst auch, dass du unsterblich bist und auch deine Lebensstile. Und wie viele Leute auf der Welt können ja wirklich sagen, ja, sie haben erreicht, was sie wollten. Ja, wie viele sind das? Also sehr wenige. Jeder hat Pläne. Natürlich, doch wenn jeder die seine Pläne erreichen wollen würde, dann wäre nicht so viel Unzufriedenheit in der Welt. Es kann nicht jeder der CEO werden. Es kann nicht jeder Weltklasse-Fußballer werden oder der beste Fußballer der Welt werden, weil es kann nur einer werden und dergleichen Basketball, was du auch willst. Und so ist es auch mit unserem Leben. Unsere Pläne sind immer langfristig. Man stellt sich nur vor Liebe. Jeder spricht über Liebe. Jeder sagt, ah, Liebe ist das Beste der Welt. Und dann bist du mal mit jemandem zusammen ein paar Jahre. Und dann merkst du, ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Also es gibt ja die Scheidungsrate in Österreich ist sehr hoch und auch in Deutschland. Ist ja generell sehr hoch. Menschen heiraten nicht mehr. Sicher. Ich will da lieber nichts riskieren. Ich will da lieber mal einen Schritt zurückgehen. Lieber mal schauen, was passiert. Also es geht darum, dass unser, und das ist dann auch zerstörend irgendwie. Oder auch dein Traum oder dein Ideal. Oder wenn man es so will, wenn du geglaubt hast, du findest den Märchenprinz, du findest die richtige Frau. Und dann ist alles nicht so, wie es ist. Du hast das nicht vorgestellt. Jetzt scheint es so, als ob deine Liebe geendet hätte, als ob du es nicht mehr fortführen kannst, die Idee nicht mehr fortführen kannst. Du kannst nicht mehr dieser Mann sein, wenn man so will. Du kannst nicht mehr der Märchenprinz für jemanden sein, der dich bewundert, göttisch bewundert oder dergleichen. Nein, du bist einfach nur ein gewöhnlicher Mann und so hast du dir eigentlich Liebe nicht vorgestellt oder so wird nicht propagiert in den Medien, im Fernsehen. So kennen wir Liebe eigentlich gar nicht so, sondern nur das meiste, was du im Fernsehen, in den Romanen siehst, ist, wie Leute sich begegnen, dass alles gut ist, dass alles schön ist und dann nie, dass so viele Ehen zu Bruch gehen. Es gibt schon sowas auch, aber das ist eher die Seltenheit. Das ist eher, wenn du so willst, nur die Minderheit. Also das Endliche, unsere Ideale, woran wir glauben, was uns menschlich macht, in dem Sinne, es ist endlich. Und alles, was vergänglich ist, alles, was nicht von Bestand hat, raubt uns, ist als erster zermürbend für deine Psyche, wenn du verlustig bist. Und natürlich auch, es raubt dich der Möglichkeiten. Denn wenn du jetzt einmal enttäuscht in Liebe bist, wenn du jetzt einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hast, dann ist es so, dass die meisten noch nicht aufgeben und sagen, ja, irgendwo da draußen ist mein Seelenverwandter, irgendwo da draußen werde ich schon jemanden finden, der zu mir passt, der mich mag, der so sein will, wie ich, der mein Traummann ist, meine Traumfrau ist und. Und das fehlt ja. Und so denken wir bis an unser Leben immer noch vergängliches, denn mit dem Sterben irgendwie sich abzuschließen,
finden, da haben sehr viele Psychologen und Philosophen darüber geschrieben. Mein Heidegger in seiner Existenzanalyse hat er auch darüber geschrieben, dass das Dasein am Ende sich mit seiner Sterblichkeit abfindet. Das ist eigentlich leichter gesagt als getan, sich mit seiner Sterblichkeit abzufinden, sich mit Tod abzufinden, dass alles vergänglich ist. Das ist ja sehr schwierig, oder? Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Du willst ja auch etwas überlassen, also der Welt. Du willst ja nicht irgendwie als Unbekannter sterben. Ich glaube schon 25 Minuten. Okay. Du willst ja nicht irgendwie als Unbekannter sterben. Du willst ja nicht irgendwie als jemand von dieser Welt gehen, der nichts dazu beigetragen hat. Also jeder hat eine Hoffnung. Wir wollen irgendwas Besonderes sein. Jeder Mensch denkt so, das ist damit verbunden, dass du in deinem Leben Ambitionen hast. Also wenn jemand zu dir sagt, ich möchte nichts Besonderes werden, ich träume nicht von der großen Welt, ich träume nicht von Liebe, von besonderen Sachen, dann ist das meistens Blödsinn. Denn wenn du eine Traumfrau hast oder wenn du in jemanden verliebt bist, dann glaubst du ja, dass du der bist, dass du die besondere Person bist, die diese Person glücklich machen kann. Das glaubst du. Also da kannst du nicht sagen, ich denke von mir als nichts Besonderes. Nein, sicher musst du von dir als etwas Besonderes denken, wenn du sagst, ja, ich verdiene diese schöne, attraktive Frau, wenn du eine Frau bist, ja, dieser Mann, was auch immer wäre, glücklich mit dir und. Das ist etwas Spezielles, etwas Besonderes. Und du musst auch von dir glauben, dass du etwas Besonderes bist. Das ist ja notwendig. Das ist nicht nur, dass dir ein Name gegeben wird, es ist, und dieser Name mit einem Gesicht verbunden wird. Es ist auch so, wie du und auch wie du von der Welt so wahrgenommen wirst, als etwas Besonderes, als unique und dergleichen. Aber du denkst es auch und du musst doch so denken, wenn du in deinem Leben etwas erreichen willst. So, das ist, ich glaube, das war vorgestern, habe ich mal einen Bericht gesehen, dass CEOs narzisstisch wären. Das war von Business Insider. Da war ein Harvard Psychologe und der hat darüber gesprochen, dass die großen CEOs der Welt, oder nein, es war über Reiche, warum Leute reich werden, das ist meistens der Grund, dass sie glauben, dass sie etwas Besonderes sind, dass nur sie es erreichen können und dergleichen. Also ich weiß nicht, du brauchst nicht unbedingt nach Harvard zu gehen, um auf diesen Entschluss zu kommen, aber Fakt ist, jeder denkt so und du musst so denken, wenn du Ambitionen hast, wenn du dich für einen Job bewirbst, auch wenn du es nur vorspielen musst, auch wenn du nur sagen musst, ja, sind sie der Richtige für den Job, ja, selbstverständlich bin ich das, auch wenn du es nur vorspielen musst, du musst immer von dir glauben, dass du etwas Besonderes bist, so funktionieren sonst funktionieren Beziehungen in unserer Gesellschaft nicht, so kannst du nie Freundschaften schließen, wenn du nicht sagst, ich bin etwas Besonderes, es ist gut, mich kennenzulernen, oder auch wenn du dich aussagst, ich bin, was weiß ich, ein Sonderling und weil ich ein Sonderling bin, befreunde ich mich mit anderen Sonderlingen, das ist ja auch etwas, du glaubst von dir etwas Besonderes zu sein, und das ist wichtig, also das hat nichts nur mit reichen Menschen zu tun, das ist wichtig für dein Leben, dass du immer glaubst, was nicht nur glaubst, sondern auch davon überzeugt bist, dass du etwas Besonderes bist. Sonst wird es sehr schwierig werden, etwas zu erreichen. Und so ist es auch in deinem Leben. Du glaubst immer, dass du etwas Besonderes bist. Und du allein, das ist dein Schicksal. Auch wenn du fähig bist, über dich selbst hinauszudenken, an andere zu denken. Auch wenn du denkst, ja, ich kann an andere denken. Ja, aber du denkst es immer von deinem Standpunkt aus, von deinem Körper, von deiner Welt. Das ist die Weltsicht, wie du sie siehst. Und das ist auch sehr wichtig. Wichtig für deine
Verständnis von der Welt, dass du das erste Mal von dir selbst etwas als etwas Besonderes glaubst, denkst. Es hängt natürlich dann davon ab, ob du selbst Vertrauen genug hast, zu denken, ich kann das machen oder nicht. Also CEO hat vielleicht nicht unbedingt, ist nicht unbedingt narzisstisch oder ist nicht unbedingt jemand, der sehr der glaubt, etwas Besonderes zu sein, sondern es ist eher so, der auch diese Selbstvertrauen hat. Das ist zusätzlich so. Also wenn du in deinem Leben immer wieder Möglichkeiten gehabt hast, dich zu beweisen. Zum Beispiel, ich war Tischler und jedes Mal, wenn du etwas richtig machen konntest, wenn du etwas, einen Kasten richtig aufbauen konntest, hat es dir sehr viel Selbstvertrauen und alles gegeben. Das hat dich aufgebaut. Und je mehr du solche Erfahrungen hast, desto mehr Selbstvertrauen hast du, desto mehr glaubst du, ja, ich bin ein guter Tischler, ich bin ein fähiger CEO, ich bin ein guter Rennfahrer, das ist auch so. Ich bin ein Formel 1-Fan zum Beispiel, ich verfolge auch die Formel 1. Da gibt es auch sehr begabte Fahrer. Also, du musst dir das erste beim Autofahren auch, wenn du in eine Kurve reinfährst, brauchst du erstens ein Gefühl für das Auto, für die Fliehkräfte, aber auch ein Vertrauen an dich selbst, dass du die Kurve nehmen kannst, ohne das Auto zu Schrott zu fahren, auch wenn es knapp ist und dergleichen. Also es ist immer etwas Besonderes. Du bist von deinem Leben besonders und du willst ja auch, dass von dir etwas Besonderes vernommen wird, dass man, wenn man sieht, oder ein sehr einfaches Beispiel ist, wenn uns Leute verwechseln, den Namen, das ist sehr, wir sind jetzt sehr wichtig, der Name ist für einige sehr wichtig, dass man sagt, ja, so heiße ich, das ist dieses Gesicht, das ist der heißt Adem Akebas untergleichen. Und wir reagieren nicht oder nicht immer ruhig, wenn man uns verwechselt, wenn man unseren Namen falsch sagt, untergleichen. Das sind auch Probleme oder Gedanken für uns oder wie wir uns selbst wahrnehmen, also etwas Besonderes waren. Besonderes, ja, wir wollen nicht verwechselt werden, wir sind der wir sind. Hoffentlich, es gibt Leute, die vielleicht nicht sein wollen, wer sie sind, was auch immer, lieber wie jemand anderes sein wollen. Traurig, ja, traurig. Wie dem auch sei, und wir wollen auch sowas wie etwas hinterlassen. Etwas hinterlassen über uns, wer wir sind. Ein Erbe, wenn man so will. Ein Erbe über uns, die Nachwelt soll uns kennen. Wir waren nicht niemand, wir haben was erreicht. Und auch weil wir eben was von uns denken, dass wir etwas Besonderes sind, denken wir auch, dass wir irgendetwas Besonderes leisten müssen. So wird man ja im Westen zumindest erzogen. Man schaut ihn nur an, die Comics, die ganzen Superhelden, die ganzen Superstars, die Fußballer, Sport, alles. Da ist ja immer nur eine Person oder zumindest nur einige wenige, die etwas Besonderes erreichen. Und das will auch jeder. Das ist ja der Traum, nicht unbedingt Millionär zu werden. Also jeder will ja reich werden, also wer will nicht reich werden? Also fragen wir an, dass wer sagt, ja, ich brauche das alles nicht. Geld macht alles einfacher. Nur, aber es ist, dass du etwas erreichen willst, dass du etwas Bedeutendes in deinem Leben erreichen willst und dann auch dieses bestätigst, dass du etwas Besonderes bist, weil du ja so aufgebracht bist, weil du ja so erzogen wirst, aufgebracht bist. Du siehst es in den Comics, also Spider-Man ist etwas Besonderes, Batman ist etwas Besonderes, Superman ist etwas Besonderes und dergleichen. Das hat doch sehr viel Bedeutung, sehr viel Prägnanz. Und es ist sehr wichtig auch, dass du das glaubst, dass du das willst. Sonst würde sich ja niemand zum Beispiel ins brennende Haus wagen, Helden
Das ist ein Heldenepos und das ist ja auch, war das schon in der Antike, im antiken Griechenland und immer der Fall. Es ist jetzt leider, das passiert immer sehr oft. Also wenn ich irgendetwas aufzeichne, ein paar Schwachsinnige glauben, dass es witzig ist, immer diese Aufnahmen zu unterbrechen. Es sind meistens immer Shiai, Leute, die, also es ist auch hier in Türkei ein Kulturkrieg zwischen Shiai und Sunni. Aber ich bin nicht sehr religiös, aber ich mag eben. Also es ist leider Gottes immer der Fall und diese Shiai, die unterbrechen immer die anderen also, und auch so vice versa, da gibt es immer sehr viele Problematik. Also wenn ich immer etwas aufzeichne, das ist der Grund, warum ich es sehr früh aufzeichne oder auch ich es lieber hätte, nicht live aufzuzeichnen, genau um diese Unterbrechungen zu vermeiden. Also es wird dann immer Töne gemacht und dergleichen. Also wie viel haben wir jetzt? 35 Minuten. Wie die Maus, also vergehen, wir wollen etwas Besonderes sein. Lassen wir uns nicht abbringen von diesem hässlichen Kulturkrieg, der hier herrscht. Wir wollen etwas Besonderes sein und wir wollen auch etwas Besonderes hinterlassen. Dass man zum Beispiel jeder, der Kinder hat, weiß ganz genau, dass du willst, dass dein Kind dich bewundert, dass du etwas erreicht hast. Oder auch deine Frau, die ist auch etwas Liebe. Ich glaube nicht, dass du in einer Beziehung bist, wo du sagst, ja, mir ist einfach egal, was sie von mir denkt. Ja, vielleicht ist es wirklich so, ja, ein paar Beziehungen, aber du möchtest ja auch von deiner Geliebten bewundert werden. Du möchtest ja auch von den Frauen, die du magst, bewundert werden und dergleichen. Und das hat dann auch eine Wirkung für dich, als etwas Besonderes zu sein. Oder diesen besonderen Status zu erreichen. Also wir sind nicht nur Reiche, also wenn das nur Reiche wollen würden, würden, ich weiß nicht, nur Reiche lieben oder wie soll das vonstatten gehen? Also das ist Blödsinn. Das hat so keine Richtigkeit, sondern du willst etwas Besonderes sein. Und dann natürlich, wenn dieses Besonderes Sein auf dein Körper sich manifestiert, dir da zum Beispiel, du bist besonders, weil du stark bist, du bist besonders, weil du eine attraktive Frau bist und dann beginnst du das verlustig zu werden, diese Anerkennung als etwas Besonderes, das ist dann das, was dir Angst macht, das ist das, wofür du dich fürchtest, nicht unbedingt vor dem Tod, sondern der Tod ist ja dann nur ein Symbol für das Endliche, so, das bedeutet, du kannst dann einfach nicht mehr weiter, du kannst dann einfach nicht mehr etwas erreichen, du kannst dann nicht mehr diese Ziele erreichen, du kannst dann einfach nicht mehr die Person sein, die du sein wolltest, zum Beispiel, du wolltest etwas Großartiges erreichen, ein Superheld sein, ja, geht dann nicht mehr, weil du dann weg bist und dergleichen. Ich glaube, das wird jetzt immer lauter werden, also dieser Lärm, der wird wahrscheinlich immer lauter werden. Ich werde es dann auch wir werden es dann auch jetzt zum Schluss bringen, um noch uns, also der Ziel war, hier über den Tod zu reden, also wir werden da wahrscheinlich auch noch mehr reden müssen, also ich habe es doch hier nur oberflächlich angerissen, also der Tod vor sich, weil was wir noch reden müssen, ist auch dieser unerwartete Tod, das ist auch etwas, wovon sehr viele Angst haben, also das ist ja wie jetzt zum Beispiel in der Pandemie, dieser unerwartete Tod, dass du krank sein könntest, dass du sterben könntest. Und natürlich hat auch Tod nicht unbedingt etwas Egoistisches damit zu tun. Egoistisch in dem Sinne, ja, es geht ja auch hier um dich. Es geht ja hier zum Beispiel auch um deine Familie, also wenn du ein Familienvater bist, eine Familienmutter, dann hast du ja auch Angst davor, jemanden zurückzulassen, der auf dich
gewesen ist, der dich notwendig hat und dergleichen. Also das ist auch sehr wichtig. Also es hat auch nicht unbedingt nur per se altruistische Zwecke, sondern auch, es ist ja auch, dass du Angst um andere hast oder auch, dass du einen geliebten Menschen verlierst und vielleicht alleine zurückbleibst und. Das hat alles große Bedeutung. So, das war Adem Kebas von hier aus Ordu in der Türkei. Das ist eine Stadt an der Schwarzmeerregion. Wir sind immer noch in der Pandemie. So, wir nähern uns den großen Feiertagen zu. Also es ist November, Weihnachten steht vor der Tür. Wahrscheinlich wird mein Account runtergenommen werden, wie so oft vor Feiertagen, damit einige besorgniserregende Individuen die Straßen unsicher machen können. Also ich kann da nur jedem sagen, wirklich aufpassen. Man muss immer heutzutage aufpassen auf sich selbst, auf die Familie, vor allem auf die Kinder. Also man sollte die Kinder nicht unbedingt alleine auf der Straße gehen lassen. Es ist sehr gefährlich, vor allem gefährlich, wenn einige Leute da mal glauben und sehen und dass sie mit sowas davon kommen und dergleichen. Also sehr widerwärtig. Es ist bedauerlich, dass es so ist. So, dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal in einer Woche. Ciao.